YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im Grow Level Up Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir sitzen hier und ich weiß gar nicht, wo wir dran waren. Um ehrlich zu sein. Sondern Hobby-DJ. Ah, okay. Ring, ring. Hallo. Na, wie geht's dir? Ganz gut, und selbst? Ja, auch. Du, ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Beim letzten Mal hattest du ja so Probleme da mit so einem Drehschemel. Ach so, da war ich ja. Ja. also ich hab so gehört, das habe ich in so einem Handbuch nachgelesen, man kann das wohl auch seitlich abkippen und so. Ja. Willst du das dann nochmal selber probieren? Ja, hatte ich probiert, das ging auch nicht. Ich vermute, dass die mir einfach nicht die Erlaubnis gegeben haben, dort abzukippen. Oh, okay. Aber ich teste das vorher nochmal. Aber das habe ich. Steht der denn? Habe ich auch im Handbuch gelesen. An der BGA. Ach, da oben. So, ich probiere das jetzt aber nochmal. Ja, mach das nochmal. Ich bin ehrlich gesagt nämlich, ich weiß gerade sonst nicht, was ich machen soll. Ach so, ja. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal irgendwo ein bisschen Gras gesammelt, aber das war auch alles nicht so ganz das Wahre. Weil ich immer nachts auf die Idee komme, Gras zu sammeln. Da sieht man ja auch nichts. Oh. So, jetzt probiere ich es nochmal. Abkippen Seite links. Geht nicht. Du kannst nicht klicken oder? Also, aber du stehst richtig, sagst du? Ich stehe hier richtig im, im Trigger, ja. Ah, okay. Jetzt ist Abkippseite. Und du hast das richtige Anbaugerät ausgewählt, wahrscheinlich und alles, ne? Ja, also Abkippseite hinten geht auch nicht, Kornschieber geht auch nicht, links geht auch nicht, rechts geht auch nicht. Also ehrlich nicht, ich hatte auch beim letzten Soll Mal... Soll ich mal reinhüpfen und ja, ja, klar, also sehr ich gerne. Ich glaube nicht, dass das jetzt was ändert und ich will auch nicht verstehen, dass es an dir liegt, aber... Es kann doch passieren, also... Okay, und wir sind uns aber sicher, dass das der richtige... Also, dass wir nah genug dran sind... Ich hoffe, sonst. Ich wüsste nicht, wie ich sonst näher rankomme wegen dem Baum hier. Bei den anderen im Handbuch hat das geklappt, wurde mir gesagt. Oder wurde erzählt. Eigentlich ist man ja auch echt nah dran. Nee, also wenn das hier nicht geht, mit links abkippen, wie soll das sonst. Also wie nah soll man denn da sonst ran? Ja, dann ruf mal fix hohe Kammer an, oder nicht? Ja. JCB, danke fürs Bescheid geben. Ich hab's an Overlay nicht gedacht. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, alles gut, Lenzi. Alles gut. Eichner, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, Damien Beule hier. Wir können hier irgendwie nichts abkippen bei der BGA für unsere Quest. Auch wir haben jetzt alles getestet, linke Seite ganz nah rangefahren und sowas alles und wir können einfach nicht abkippen hier. Fehlt uns da vielleicht die Berechtigung? Sind Sie vor Ihr Silo gefahren? Ja, hier in das Ding, wo mir gesagt hat, soll ich das reinkippen, hier in der... In das Ding hier. Was liefern Sie denn ab? Einen Moment. Was war das denn nochmal? Ach, die Hackschnitzel. Die
gehäckselten Hackschnitzel. Und da sind doch Silos und da steht irgendwo ihr Name drauf, oder? Also, die großen Silos. Ja, und da ist Häckselgut von uns drin. Ach so. Können Sie da irgendwo auf dem Areal abkippen? Ja, hier ist Platz zum Abkippen, ja. Können Sie da auch abkippen? Müsste ich gleich testen. Ja, dann teste das mal, also wenn dann einfach dahin kippen. Okay, machen wir so. Alles klar, gut. Ciao. Gerne, tschüss. Einfach irgendwo abkippen. Irgendwo abkippen? Das Problem ist, wir kommen hier nie wieder raus mit dem Traktor. Ich sehe es gerade. Warte, wir haben eine Kettensäge. Ja, das wollte ich gerade auf... Aber ich komme einfach nicht mehr aus dem Traktor raus, weil ich dann irgendwo auf dem... Oh ja, sehr gut. Warte. Oh no, nicht oh. Oh. Kids? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier die ganze Zeit... Wo hänge ich denn jetzt aber hier? Ja, ist das unser Anhänger? Nee, den haben wir geliehen. Einfach versauern lassen? Ja, würde ich schon fast sagen, ey. Warte mal, ich lad das jetzt hier einfach ab, ja? Ja. Irgendwas stimmt mit unser Silo auf jeden Fall nicht. Ja, einfach da einfach abkippen. Okay. Irgendwas stimmt mit unser Silo nämlich nicht. Hä, aber geht das jetzt rein? Nee. Ich dachte schon, sah so aus. Aber du hast jetzt auch beide mit Abkippseiten links, alles rechts, alles... durchgekippt. Okay, und also so nah, wie man da dran stand, kann nicht sein, dass das nicht geht. Gott sei Dank. Wo ich das Handbuch gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das darf nicht wahr sein. Servus, Leute. Wie geht's euch? Alles gut? Salam. Marvino, so. Und danke fürs für die Glückwünsche zum Partnerjubiläum. Dankeschön. Perfekt. Ja, dann, weil dann müssen wir doch jetzt abschließen, ja. Abschließen und dann müssten wir eigentlich ein Level gehen, oder? Eigentlich schon. Ich hab gedacht, ich habe einen richtig klugen Gedanken, aber war dann leider doch nicht so klug. Ich dachte, wir könnten vielleicht den nächsten Punkt, den wir haben, ja, in ein Feld investieren und könnten ein Zuckerrübenfeld uns holen. Ja. Um die Quest von den Seitenstechern abzuschließen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber es gibt leider kein Feld, was Kategorie 1 Zuckerrüben hat. Das ist ein bisschen doof. Ach so. Hm. Ich hatte die Hoffnung, dass wir eigentlich schon ein Kategorie 2 Feld kriegen können, aber können wir nicht. Ja, Mist. Ich finde aber tatsächlich trotzdem es gar nicht blöd, wenn wir trotzdem den nächsten Punkt in ein Feld investieren, oder? Was denkst du? Ja, was ist denn mit der 24? Ist die auch nicht drin? Die ist zu groß. Ah. Weil bis 1 Hektar ist Kategorie 1. Und wir können nur Kategorie 1 freischalten. So. Aber ich hatte überlegt, also ich fände es gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt einfach trotzdem einen Punkt ins Feld stecken. Dann holen wir uns noch ein Kategorie 1 Feld, in der Hoffnung noch eins zu finden, wo Gras drauf ist. Zum Beispiel die 11. Ja. Obwohl das relativ klein ist. Vielleicht finden wir halt noch ein anderes Grasfeld. Nee. Und dann ist vielleicht schon der Punkt danach. Ja, ich verstehe. Kategorie 2, weißt du? Vielleicht ja. Ist das dann nicht so blöd. Ja, irgendwie sind die Felder alle irgendwie gejagt. Ja, und unten die 66, die ist 37 Hektar, da wäre Gras drauf. Oder? Nee, warte mal, da ist gar kein Gras drauf. Die 66, die ist winzig halt, ne? Ja. Was ist denn da drauf? Keine Ahnung. Ja. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Schwierig. Gut, wollen wir erstmal ganz kurz irgendwo anrufen, damit hier unsere Quest abgeschlossen wird? Wir müssen zum Händler alles wieder zurückbringen und der Händler, der gibt uns die ja dann frei, oder? Ach, der macht es dann. Okay, gut. Ja. Dann fahre ich einfach, ne? Ja. Wir sehen uns, Händler. Wo sind wir denn gerade? Komme ich denn hier wieder raus? Ich komme hier nicht raus. Wo ist denn die Ausfahrt, sag mal? Wo bist du denn? Ach da, links jetzt. Ach hier. Ich sehe hier nichts im Dunkeln. Ja. Hier genau. So.
So. Dann flitze ich schon mal zum Händler und mach da schon mal alles fit, oder? Ja, genau. Sprich schon mal mit denen. Ich fahr hin. Ja. Yo, was geht denn, Bitch? Herr Beule, guten Tag. Wo rennen Sie rum? Alter. Hier. Yeah. Servus. Ich bin da hinten, den komischen da. Ja. Da war ein Typ, der ist hier. Da rennt er doch weg. Hier, der beklaut ja, sie. Das müsste ja Kasalek sein. Der schaut gerade unsere Büsche nach, ob da alles passt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube nicht, ich glaube, der klaut. Oder der wollte einfach urinieren. Nee, der schaut gerade, ob die Büsche alles in Ordnung ist. Nicht, dass wir mal was umpflanzen müssen. Deswegen also. Ist er... Was brauchen Sie, Herr Beule? Guten Tag. Wir sind mit der Quest durch, mit den Hackschnitzeln. Wir wollten die mal eben abschließen. Meine Kollegin die Hackschnitzel? Meine Kollegin kommt gleich runter. Rübenschnitzel, Entschuldigung. Ja. Die Geräte bitte zu uns. Ja, komm gleich. Und komm. Ansonsten die Quests bitte bei Ihrem Hofbesitzer. Hofbesitzer, da müssen wir die abgeben. Ja, alles klar, mache ich. Nee, einfach Bescheid geben, wenn wir fertig sind. Mache ich. Wer war nochmal mein Hofbesitzer? Tempelhof, ne? Ja. Der Templer. Ja, alles klar. Leute, weiß ich Bescheid, ich telefoniere mal, ne? Und ich gehe jetzt weg und tue so, als wenn ich nichts gesehen hätte, wie ihr da im Busch miteinander rumgespielt habt, ne? Herr Beule, ich bin vom Forst, ich muss ja Bäume überprüfen, ja. Bäume und nicht irgendwelche fremden Stämme von Männern. So, ich muss los. Aber ich habe schon gehört, Sie haben nicht den längsten, Herr Beule. Was? Ja, Herr Beule erzählt uns gerade von seinen geheimsten Fantasien, die er hier ausleben möchte. Also, das muss ich jetzt mal ganz... diese Anschuldigung muss ich jetzt mal von mir stoßen, weil ich habe den größten. Echt? Ja. Haben Sie Punkte dafür bekommen? Des Öfteren. Oh, Respekt. Leute, ich muss schnell meinen Tempelhof-Typen anrufen. Haut rein. Danke, ja, rufen Sie an. Machen Sie das. Tempel, hallo. Ja, moin, der Beule hier, Damon hier, moin. Hallo, Herr Damon. Wir haben die Rübenschnitzel-Quest fertig. Würden die abschließen und neu anbauen. Ja, dann... Gucken Sie mal nach, ob da was Neues gekommen ist, bitte. Wir sind auf jeden Fall Level Up gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, nee. Da. Damon? Ja? Du sag mal, diese Schaufel hier an unserem Traktor, ne? Ist das unsere? Nee, die gehört zum, Die war auch hier, okay. Ja. Super, danke. Jo, bitte. Nee, gut, dann weiß ich da erstmal Bescheid, Friedrich, dann haben wir alles geklärt, ne? Ja, soll ich Ihnen die annehmen? Ich habe gesehen, Sie haben da Probleme mit dem... Ja, danke schön, ich weiß nicht was, ich hab, Wäre sehr schön, wenn Sie es annehmen würden, ja? Ja, habe ich. Würden Sie mir die auch vorlesen oder uns ja, vorlesen? Ja, die Luft ist raus. Verdichte dein... zugeschaltetes Fahrsilo bei der BGA mit deinen eigenen Geräten und decke es anschließend ab. Ah, okay. Alles klar. Welches ist das? Da, wo wir gerade waren. Ach, ernsthaft? Ja, okay. Wusste ich auch nicht. Gut, wir nehmen... wir brauchen schwere Maschinen. Ja, na, den Fendt auf jeden Fall. Genau, den Fendt und den Deutz. Das sind die zwei schwersten, die wir haben. Der, welchen möchtest du nehmen? Ist mir egal. Ich nehme Deutz. Okay. Ich weiß nicht, den Frontlader ab wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, gut, Franz, dann weiß ich Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Annehmen und wir hören uns. Ja, wir hören uns. Bis später. Jo, bis später. Tschüss. Tschüss. So, wollen wir uns direkt Feld holen? Ja. Weil wir sind ja Level Up, oder? Ja, die Frage ist jetzt halt, nehmen wir wirklich ein Grasfeld? Oder nehmen wir irgendein Feld, wo halt irgendwas Geiles zum Ernten drauf ist. Nur das Problem ist halt, wir haben keine Erntemaschinen, so, ne? Genau. Bin mir da irgendwie unsicher. Aber ich glaube, ein normales Ackerfeld wäre nicht so schlecht, damit wir da, falls mal irgendeine Quest kommt, wir brauchen Brot oder keine Ahnung, damit wir auch was herstellen können, oder? Ja, nur ich würde halt gucken, dass wir wahrscheinlich ja direkt ein erntereifes Feld dann nehmen und dann könnten wir es halt nicht ernten, so, ne? Ja, außer wir können uns vielleicht, also ich habe gehört, die anderen Teams haben beide Mähdrescher, aber ob die uns die halt ausleihen, ist die Frage, ne? Ja, das weiß ich nicht. Vor allem für welchen Preis. Ja. Na, das stimmt.
Ja, ich weiß nicht so richtig. Vor allem, wenn wir dann tatsächlich den nächsten Punkt. Entschuldigung. Tatsächlich den nächsten Punkt auch nochmal in ein Feld stecken wollen, dann dauert es halt noch richtig lange, ehe wir irgendwann uns dann Erntemaschinen holen können, ne? Was ist denn das eigentlich für ein furchtbarer Weg da hoch? Ja, echt. Ich verfahre mich hier komplett. Haben wir unser Perk ist aktiv, ne? Ja, also wird mir zumindest angezeigt. Ja, alles klar. Nee, oh, da ist nicht die Straße. Ach Mann, ey. Hier rechts. Hier hochfahren, glaube ich. Oh, nicht? Ich weiß es nicht. Nee, du fährst gerade runter. Wo müssen wir denn hin? Na, hä, ich dachte da, wo wir gerade waren. Ja, genau. Ja, dann fährst du die falsche Richtung. Okay. Eigentlich wäre es tatsächlich interessant, ob wir uns so ein Verdichtungsanbau-Ding holen dürfen, weil es ja für eine Quest ist, oder? Eigentlich schon, ne? Aber das steht drin für unsere eigenen Maschinen. Wollen wir kurz anrufen? Ja. Ich mach das mal ganz kurz. Mach mal. Ich fahr hoch. Ach ja. Ja, weiß ich nicht. Mann, es ist so dunkel wie im Bärenarsch hier. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo wir lang müssen? Nein, was mache ich denn? Da oben ist doch der Strahl. Ich dachte, ich könnte durchfahren. Geisi, danke schön. Sehr, sehr lieb, danke. So. Weiß ich nicht, wo unser Name vorsteht. Ich glaube, das Ganze ist rechts. Aber da steht wieder ein Name. Warte mal. Stecher aus in der Mitte. Und das ist rechts. Ah. Ja, Beutelkleider, ja. Oh je, na, das wird ja jetzt ein Spaß. Mit zwei wird ein bisschen eng, glaube ich, ne? Ja, wirklich. Oh, nee, da brauche ich gar nicht mitmachen. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mehr. Oder anders verteilt oder so. Aber wie soll ich denn das jetzt befahren hier? Das weiß ich auch nicht. Da hat irgendwie ganz viel Bock gehabt beim Abladen, ey. Eieiei. Das bei den anderen ist nicht ganz so steil. Ich komme ja gar nicht rauf. Soll ich dich vielleicht mal hochdrücken? Kommt man denn auf so eine Idee? Oh, ich komme gar nicht hoch hier. Ja, ich. Nee, ich würde hier nur auf den Sack gehen. Nee, komm, ich lass das sein. Haben wir noch eine andere Quest? Nee. Ich komme gerade nicht in mein Ding, weil ich habe technische Probleme. Du könntest, ich habe das Grasfahrzeug. Ja. Das war fast voll. Ach so, ja, dann mache ich das. Dann könntest du das einfach einmal verkaufen gehen. Aber ja. Also vielleicht guckst du, ob du noch ein bisschen was. Oh no. Ein bisschen was sammelst. Oh no. Soll ich dem Traktor hier vorsichtshalber oben stehen lassen, falls du dich festfährst? Ja, bitte lass ihn hier stehen. Ja. Ich habe mich festgefahren. Oh, dann komme ich direkt. Oh ja. Oh.
bin ich wieder frei. Oh, Entschuldigung. Ich lasse ihn trotzdem. Jetzt hat es genau funktioniert, es tut mir leid. Egal, ich lasse ihn trotzdem da stehen. Ja, falls... bitte lass ihn stehen. Ja. So. So, so, so. Wo ist denn unser Grasding? Wo hast du das denn abgestellt? Da. So. Liebe Community, nochmal eben zurück wegen den, wegen dem, wegen den Drehschemel, ne? Da haben sich ja so einige, oh, bei den Konkurrenz hat geklappt, es hat wirklich nicht geklappt, so. Ich bin zwar manchmal echt verballert, aber ich sag mal so, Seite wechseln, das bekomme ich noch auf die Kette. Vor allen Dingen nach so einer langen Zeit, da würde ich irgendwann... Damon? Ja? Du könntest nochmal jetzt schauen wegen einem Feld, du, wegen unserem Punkt. Auch irgendwie, ne? Ja, mache ich. Ja, ich bin also ja echt voll verballert manchmal, gebe ich so zu, gar kein Ding. Vergesse auch sehr vieles und sehe auch manche Dinge ein bisschen anders, alles cool. Aber ich bin nicht komplett vom Fisch bespuckt, so, das wollte ich damit sagen. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, trotzdem vielen, vielen Dank für die Tipps und so. Und für eure Hilfe natürlich. Ja, die Frage ist, was für ein Feld nehmen wir denn? Welches Feld wollen wir denn nehmen? Jeffy Bills, danke. Sehr, sehr lieb von dir. Da war hier so ein bisschen wildig, oder? Wildig. Das war ein bisschen wild, oder? Wildig. Haha, wildig. Ach ja, Kinder. Und natürlich hattet ihr auch mit einigen Dingen recht, ne? Also das Verfahren, das muss ich mir mal langsam echt angewöhnen, dass das nicht mehr so oft passiert. Da habt ihr natürlich vollkommen recht mit. Das habe ich... Ich weiß nicht warum, aber ich habe echt eine Orientierung wie eine Bratwurst. So. Nein, 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 nein. Ich muss doch zum Spediteur. Da geht's schon wieder los. So, auf geht's! Was denn mitteilen, MGBLN? Was meinst du denn? Doch, war letztens mal bei Tino schon so. Er hat heute ein Feld gekauft. Was mit Geld? Mit Geld? Also ohne Perk, ohne alles? Hat er sich ein Feld geholt? Ohne Was hat er gemacht? Erklär noch mal eben bitte vernünftig. Oh, ich habe einen Hund überfahren.
Was andere geht nicht. Genau. Und wenn Tino die 27 haben will. Pause. Ja, guten Tag, der Damon Beule hier. Servus. Du schon wieder, was hast du, Junge? Du, hör mal, ich habe hier wieder mal ein technisches Problem mit meinem Tablet. Ich wollte aber ganz gerne 13.900 Liter Gras abgeben. Ja, dann musst du Bescheid sagen, dann mache ich das fertig und dann, ne? Ja, dann sage ich jetzt damit Bescheid. Ich steh auch schon hier. Haben Sie auch Kontakt zur IT? Ein bisschen. Die bräuchte ich dann definitiv mal. Das Gras, ja? Ja, Gras, 13.900 Liter. Kann ich abgeben? So. Musst du annehmen oder kannst du aufhören? Ich kann das nicht! Du kannst ja nicht annehmen. Nein, kann ich nicht. Ich habe ein technisches Problem, okay, und komme nicht. Ist ja kein Problem, ich, Junge. Also ich mach das für dich, okay? Okay. Ist abgekippt. So, Junge. Getestet. Dankeschön. Gerne. Ich schicke die IT zu, ja? Bitte? Die IT, ja? Ne, ich komm nach der. In der Pause gleich eben runter zur IT. Jo, alles klar. Alles klar, danke. Also, jo, tschüss. Jo, ciao. So. Was haben wir denn hier? Kann ich hier mähen? Nee, leider nicht. Hier vielleicht? Nee, leider nicht. Was meint ihr denn mit Feldgröße? Die 15 könnten wir nehmen. Die 7, die 1, die 84, die 97, 30, 29, 26, die 24. Cordu! Wir nehmen die 24, das ist die größte, die noch frei ist. Ja, die 24. Ist zwar ein bisschen uneben und so, aber momentan das größte. Ach echt? Wenn das so ist, dann müsste ja die 24. Dann müssten dann ja die 24 ein Hektar sein. Du musst dich auf das Feld stellen. Ah. Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir ab. Pass mal auf, da müsste die 24 müsste eigentlich ein Hektar sein. Und da sind dann auch Zuckerrüben drauf.
Nein! 1,04! Meinst du, die machen da Stress? Hm. Ja, machen wir direkt in der nächsten Folge. Aber meine lieben Freunde, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei, ob das hier mit dem Feld klappt oder nicht. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus und lasst ein Däumchen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, schaut bei meinem Merchladen vorbei. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.